Heute gibt es ein Unboxing von der Firma fruchtknall.de. Kann man über Amazon bestellen oder auch direkt. Und jetzt verstelle ich die Kamera, damit man das ordentlich auspacken kann. Also man sieht, hier ist alles noch zu und das mache ich jetzt auf. So, jetzt ist aufgeschnitten und jetzt machen wir auf. Also zuerst mal eine schöne dicke Folie. Also Fruchtknall kommt vom Bodensee. Und ja, jetzt gucken wir mal rein, was wir da drin haben. Also zuerst sehen wir mal die Mairübchen oben drauf mit Grün. Das ist für meine Häschen. Zwar leicht gelb, aber das ist, können sie schon noch haben. Gut. So, und wieder eine Schicht Papier. So, jetzt kommen Karotten. Das sind drei bunt mit Grün. Oh, die sehen wirklich sehr schön aus. Ganz tolles Grün. Da werden sich die Häschen freuen. Und wir auch. Sehr schöne Karotten. Und sind nicht weit weg von uns, vom Bodensee. Das ist ja auch schon mal gut für die Umwelt. So, dann haben wir das nächste. Das ist ein Blumenkohl. Oh, sehr schön. Und überall wieder Papier dazwischen. Ah, jetzt kommt die Gartoffel. Das sind jetzt. Oh, lass mir lügen. 3 oder 5 Kilo, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind die jetzt bis unten hin aufgefüllt und darunter ist jetzt noch mal ein anderes Paket. So, das mache ich jetzt erstmal ab und dann machen wir weiter. So, jetzt ist das zweite Paket, das hing jetzt hier drunter. Jetzt gucken wir das mal an. Hier ist schon mal eine kleine Tüte. Hat wahrscheinlich Petersilie, genau. Genau, Petersilie. Sind die ordentlich drauf, auch sehr schön frisch. Richtig schöne blättrige Petersilie. Dann haben wir wieder Plastikfolie und Papier. Da haben wir ein paar Äpfel. Da sind Champignons drin. Das sind 300 Gramm braune Champignons. Die Preise sind eigentlich auch nicht anders wie im Laden. Von daher minimal vielleicht. Ich meine, irgendwie muss das natürlich auch gerechtfertigt sein, das Versenden und ja. So, das ist jetzt so ein Salat. Oh, da muss ich nochmal auf das Ding gucken. Irgendwie so ein. Oh. Nee, mir fällt es jetzt nicht ein. Okay. So, dann haben wir hier 2 Bio-Zitronen. Und ein Sellerie. So, jetzt trage ich die Lage mal ab und dann mache ich wieder an. So, dann haben wir noch einen Beutel mit weißen Pilzen. Das müssen auch so 300 Gramm sein. Und wieder eine Schicht. So, jetzt haben wir hier Lauch. Das war 1 Kilo. Schöne Porridge-Stangen. Auch
alles sehr frisch und fest. So. Dann haben wir, was ist das? Ach, das sind Frühlingszwiebeln. Einmal. Sehr schön. Ganz frisch und knackig. Und hier haben wir Bohnen. Das ist ein Kilo. Ach, den Namen von den Bohnen. Ja, Stangenbohnen halt. Kilo Stangenbohnen aus Deutschland. So, dann habe ich da noch zwei so Staudenbananen. Auch noch, ja, knapp gelb. Also, die halten nicht gut. Mit dem kleinen Beutelchen. Ich muss mal gucken, was da drin ist. Ach, da sind so kleine Tomaten drin. Und alles schön in Papiertüten. Hier sind nochmal Bohnen. Also das war dann wohl ein Pfund vorher. Und dann habe ich noch grüne Paprika. Drei schöne große. Ja, das muss jetzt gewesen sein.